Sigmar Heldenhammer. Feind des Chaos, Freund der Zwerge und Schutzpatron des Imperiums. Den Namen Sigmar werdet ihr zwangsweise schon gefühlte tausendmal gehört haben, wenn ihr auch nur entfernt mit Warhammer zu tun habt. Aber wer ist Sigmar und warum finden die Menschen im Imperium ihn so klasse? Darum soll es in dieser Episode Lore gehen. Hallo und willkommen, mein Name ist Raikir, los geht's. Die Geschichte von Sigmar beginnt 30 Jahre vor Beginn des imperialen Kalenders in der Region, die später als Reikland den Kern des Imperiums bilden sollte. Von der Zivilisiertheit des Imperiums sind wir an dieser Stelle jedoch weit entfernt. Die Menschen dieser Zeit sind eher vergleichbar mit den Stammeszivilisationen der Germanen unserer eigenen Geschichte. Und das Reikland sowie Sigmar selbst waren Teil des Stammes der Unberogen unter König Bjorn, Sigmars Vater. Auch wenn nur wenig über die frühe Zeit Sigmars bekannt ist, so ist davon auszugehen, dass er als Krieger ausgebildet wurde und schon früh Potenzial zeigte. Denn mit gerade mal 15 Jahren leitete Sigmar die Verteidigung seines Dorfes vor einem Goblin-Überfall. Auf Geheiß seines Vaters führte er noch im selben Jahr einen Rachefeldzug gegen die Goblins, um sie ein für alle Mal aus dem Gebiet der Unberogen zu vertreiben. Ob nun durch Zufall oder durch göttliche Intervention, waren jedoch nicht nur Goblins im Lager, als Sigmar und seinem Mann es stürmten. Unter den Gefangenen der Goblins war der amtierende Hochkönig der Zwerge, Kurgan Eisenbart. Während der erbitterten Kämpfe brach Sigmars Speer in zwei, und in seiner Eile griff er einen zwergischen Hammer aus dem Schatzhaufen der Goblins, um sich zu verteidigen. Laut Sigmars eigener Aussage griff er aber nicht durch Zufall diesen Hammer. Er selbst beschrieb es, als ob der Hammer nach ihm rief. Mit dieser mächtigen, runenbesetzten Waffe entfachte Sigmar den Kampf erneut und besiegte schließlich die Goblins. Nach seiner Befreiung schenkte Kurgan Eisenbart Sigmar den Hammer, da auch er eine spezielle Verbindung zwischen dem Menschen und der Waffe sah. Der Hammer hieß Schädelspalter oder in Khazalit, der Sprache der Zwerge, Galmaras. Sigmar kehrte daraufhin zurück in seine Heimat und bestieg den Thron seines Stammes. Mit den Unberogen hinter sich begann er eine Kampagne, um die anderen Menschenstämme unter sich zu vereinen. Genaue Jahreszahlen sind hier leider nicht bekannt, aber eine realistische Schätzung liegt bei einer Dauer von ca. 5 bis 8 Jahren für diese Kampagne. Der junge Krieger und sein verzauberter Hammer schlugen die anderen Stämme einen nach dem anderen, und obwohl sich die verbliebenen Stämme bedroht sahen, verhinderten ihre vergangenen Zwistigkeiten ein effektives Bündnis gegen Sigmar, wodurch es ihm gelang, die Stämme schließlich zu einen. Nun der Herrscher eines vereinigten Menschenreiches, das Sigmar das Imperium nannte, bestand seine erste Amtshandlung in weiteren kriegerischen Kampagnen. Unter Sigmars Führung bekämpfte das junge Imperium die Tiermenschen, die Orks, und führte einen langen Krieg gegen eine Invasion aus Norskar. Während dieser Kampagne besiegte Sigmar den ersten ewig Auserwählten des Chaos, Morkar, und stoppte die Chaos-Invasion der alten Welt, noch bevor sie wirklich begann. All das erreichte Sigmar Heldenhammer noch bevor er seinen 30. Geburtstag erlebte. Seine wahrscheinlich größte Schlacht fand allerdings ein Jahr vor Beginn des imperialen Kalenders statt. Die erste Schlacht am Nachtfeuerpass. Ein gewaltiger Konflikt gegen den War Bloodfang. Urgluck Bloodfang und seine Grünhäute waren so zahlreich, dass sie, wenn nicht aufgehalten, die gesamte alte Welt zu überschwemmen drohten. So formten Sigmar und sein alter Freund Kurgan Eisenbart eine Allianz aus Menschen und Zwergen, um sich den Grünhäuten an der schmalsten Stelle des Nachtfeuerpasses zu stellen. Trotz dem strategisch klug gewählten Austragungsort drohten die alliierten Kräfte von der schieren Masse der Orks überrannt zu werden. Doch Sigmar und Kurgan entfachten den Kampfgeist ihrer Truppen neu, als sie sich dem Warboss und seinen Schwarzorks in einem titanischen Kampf stellten. Kurgan bekämpfte die Leibwache des Bosses alleine, während Sigmar sich Urgluck und diesen Wyvern stellte. Der Warboss war ein beeindruckender Gegner, doch selbst mit Hilfe seines Reittiers, einem mächtigen Wyvern, war Urgluck Bloodfang der Macht von Sigmar und Galmaras nicht gewachsen. Und Sigmar streckte den Warboss mit einem einzigen gewaltigen Hieb, der sowohl die Axt als auch den Schädel des Orks zertrümmerte, nieder. Erschöpft von dem Duell sank Sigmar auf die Knie. Doch bevor die verdutzten Orks Kapital aus der Müdigkeit ihres Feindes ziehen konnten,
führte Kurgan Eisenbart eine erneute Offensive und zog Sigma somit aus der Schusslinie. Nun führerlos hatten die uneinigen Ork-Horden den Angreifern nur wenig entgegenzusetzen und wurden vernichtend geschlagen. Nach dieser Schlacht beauftragte Kurgan den Zwergenschmied Elleric den Wahnsinnigen mit dem Schmieden von 12 magischen Runenklingen. Magische Schwerter von unfassbarer Macht, eine für jeden menschlichen Stamm in Sigmas Armee. Und diese 12 Klingen sind bis heute das Amtssymbol und die Waffe der Kurfürsten des Imperiums. Siegreich kehrte Sigmar zurück nach Reikdorf, der Stadt, die später Altdorf heißen sollte, und wurde offiziell als Imperator Sigmar Heldenhammer gekrönt. Der Tag Sigmars Krönung, der 18. Tag des Monats Sigmarzeit, ist bis heute der heiligste Feiertag im Imperium. Während Sigmars Herrschaft gab es viele Konflikte, besonders mit den omnipräsenten Tiermenschen. Doch der größte war die Invasion eines Dämonenprinzen, der einige Norska-Stämme unterwarf und gen Süden in das Imperium zog. Es war nur mit Hilfe von den Kurfürsten von Middenheim, Myrska, dass Sigmar diesen Krieg gewinnen sollte. Doch mit dem Sieg war die Gefahr noch nicht vorbei, da eine Armee von Skaven nur darauf gewartet hat, die Überreste der Schlacht für sich zu beanspruchen, und den magischen Hammer Sigmars wollten sich die haarigen Biester nicht entgehen lassen. Durch schiere Willenskraft und Ausdauer gelang es den Verteidigern unter Sigmars Führung jedoch, sich trotz hoher Verluste zu verteidigen. Während Sigmar allerdings durch die Schlacht abgelenkt war, wurden seine Frau Ravenna und sein Bruder Pendrak von einem Chaosüberläufer ermordet. Dieser Überläufer war niemand geringerer als sein eigener Schwager Gereon, der seine Beziehung zu seiner Schwester benutzte, um sie und Pendrak zu töten. Wahrscheinlich wollte er auch Sigmar töten, doch dieser wurde durch den Überfall der Skaven aufgehalten und so gelang es Gereon nur, Sigmar zu verwunden, als dieser ihn auf frischer Tat ertappte. Durch die vergiftete Klinge des Attentäters geschwächt, verbrachte Sigmar einige Zeit am Rande des Todes, erholte sich jedoch schließlich. Als Antwort auf den Verrat führte Sigmar eine Rachekampagne gegen Norska, brannte unzählige Dörfer nieder und schlachtete Tausende, um seinen verräterischen Schwager zu finden. Nach einem ganzen Jahr des Krieges und der erfolglosen Suche wurde Sigmar jedoch zurück nach Altdorf gerufen, da eine neue Gefahr aus dem Süden herannahte. Der wiedergeborene Zauberer Nagash, erster der Nekromanten, führte eine Armee, um seine Krone wiederzuerlangen, die im Besitz des Imperiums war. Nagash und seine Horden verwüsteten weite Teile des südlichen Imperiums und belagerten bereits Altdorf, als Sigmar in einem letzten Ausbruch den Nekromanten zum Zweikampf stellte und schließlich niederrang. Sigmars Regentschaft war stets von Krieg und Erfolg geprägt. Er etablierte ein Imperium im Herzen der alten Welt, das stabil war, obwohl es von allen Seiten von Feinden umgeben war. Im 50. Jahr seiner Regentschaft verließ Sigmar den Thron in Altdorf und trat aus unbekannten Gründen eine Reise nach Osten an. Er wurde niemals wiedergesehen. Circa 20 Jahre nach seinem Verschwinden begründete Johann Hellstrom den Sigmar-Kult, eine Religion, die schnell an Popularität gewann und Sigmar zum Schutzheiligen des Imperiums erhob. Meine Arbeit hier ist getan. Das Imperium ist im Wohlstand vereint und in euren guten Händen sieht es einer goldenen Zukunft entgegen. Ich habe allerdings Arbeit, die getan werden muss. Eine Aufgabe blieb bisher unbeendet. Galmaras muss zu seinem Erschaffer zurückgebracht werden. Mit diesen Worten verließ Sigmar Heldenhammer, der erste Imperator, sein Reich und brach zum Weltrandgebirge auf. An seiner Seite ein großer grauer Wolf, ein Zeichen des Wohlwollens von Ulrik, dem großen Kriegergott. So sahen sich die Kurfürsten im Jahr 73 des imperialen Kalender einem unerwarteten Problem gegenüber. Sigmar war fort, hatte jedoch keinen Erben hinterlassen, weder leiblich noch auserwählt. So brachen wilde Diskussionen unter den Kurfürsten aus, wer von ihnen nun den Thron besteigen sollte. Viele Tage vergingen und die Argumente wurden langsam zu Drohungen und ein Bürgerkrieg schien unvermeidbar. Als eine junge Priesterin aus dem Hause Stirland eine Wahl vorschlug. Die Kurfürsten sollten einer nach dem anderen ihre Argumente vorbringen und am Ende wurde abgestimmt. Die Kurfürsten waren nicht begeistert, stimmten jedoch zu, da den meisten klar war, dass ein Bürgerkrieg wahrscheinlich keinem von ihnen zu Lebzeiten auf den Thron verhelfen würde. So schworen sie, sich an das Ergebnis der Wahl zu binden und nach 3 Tagen der Argumente, Drohungen und Bestechungen
verkündete der Aulrik den zweiten Imperator, Imperator Fulk von Wissenland. Die Kurfürsten verfassten weiterhin ein Dokument, mit dem sich alle Anwesenden verpflichteten, die Erbfolge durch Wahl zu akzeptieren und in die Zukunft weiterzutragen. Weiterhin wurde beschlossen, dem Aulrik als Repräsentant Gottes eine Stimme zu verleihen, und ein neuer Kurfürst des Reichland wurde bestimmt, um Sigmars Heimat zu beherrschen. Mit dem Titel des Imperators sollte ebenfalls die Hauptstadt des Imperiums wechseln. Doch Fulk brach sofort nach dem Beschluss mit dieser Regel, und anstatt Wissenberg zur Hauptstadt zu ernennen, bekam die Freistadt Nullen diese Ehre. Wahrscheinlich, da sie die größte und gleichzeitig auch die Heimatstadt von Fulk war. Circa 25 Jahre nach Sigmars Verschwinden, noch immer während der Regentschaft von Imperator Fulk, machte sich ein junger Prediger namens Johann Hellstrom einen Namen in Altdorf. Hellstrom behauptete von sich selbst ein Prophet zu sein, ein Empfänger einer heiligen Vision Ulriks. In dieser Vision sah Hellstrom, wie Ulrik selbst eine goldene Krone auf Sigmars Haupt setzte und ihn zum neuen König der Götter krönte. Seine Lehren beinhalteten folglich den Glauben an Sigmar als oberste Gottheit, sowie die bedingungslose Gehorsamkeit gegenüber dem Imperator, der Heiligkeit des geeinten Imperiums und der heiligen Pflicht der Kurfürsten, diese aufrechtzuerhalten. Hellstroms Lehren polarisierten. Viele sahen es als offensichtlich an. Sigmar, der große Held des Imperiums, sei sicherlich zum Himmel emporgestiegen, nachdem seine Arbeit auf der alten Welt verrichtet war. Kein anderes Ende schien dem größten aller Helden würdig. Gleichzeitig war der Glaube an Ulrik fest verwurzelt, und zu dieser Zeit gab es noch viele Ältere, die Sigmar noch mit eigenen Augen gesehen hatten. Ihnen fiel es schwer, solche Worte zu glauben, und einige der höheren Ulrik-Priester forderten sogar Johanns Kopf. Was dem jungen Hellstrom jedoch seinen Kopf bewahrte und den Weg für den Sigmar-Kult ebnete, waren die durchaus weltlichen Interessen der Kurfürsten. Der Kult des Ulrik war seit jeher ein barbarisch angelegter Kult von Kriegern. Ulrik half jenen, die sich selbst verteidigten. Ulrik forderte Stärke und Eigenständigkeit von seinen Untertanen. Hellstrom jedoch predigte Schutz, die Heiligkeit des Imperiums und forderte Ergebenheit und Hingabe zu jenen Institutionen, die Sigmar ihnen hinterlassen hatte. Um es deutlich zu sagen, es ist wesentlich einfacher, den Bürgern Geld abzuverlangen, wenn sie glauben, dass der Kurfürst ein heiliges, von Sigmar erbautes Imperium vertritt, als wenn die Bürger an eigene harte Arbeit und Eigenständigkeit glauben. Somit erlaubte man Hellstrom seine eigene Kirche in Altdorf und er wurde zum ersten Großtheogonisten Sigmars. Der Kult verbreitete sich über die Jahrhunderte wie ein Lauffeuer und hat im modernen Warhammer den Ulrik-Kult in allen Fürstentümern außer Mittenland als dominante Religion abgelöst. Des Weiteren hält der heutige Großtheogonist 2 Stimmen bei der Wahl des Imperators unter seiner Kontrolle und ist damit einer der einflussreichsten Männer im Imperium. Die nächsten 1000 Jahre verbrachte das Imperium in einer Zeit des steigenden Wohlstands. Die Kurfürsten breiteten ihre Grenzen immer weiter aus und in Nullen wurde eine regelrechte Dynastie an Imperatoren aufgebaut, die dazu führte, dass die Stadt das Vorzeigebild von Fortschritt und Industrie wurde, das sie bis heute bleibt. Diese goldene Zeit des Imperiums schien für mehrere Jahrhunderte kein Ende zu nehmen. Die Grenzen wurden ausgeweitet und Fortschritt und Technologie zierten den Alltag der Bewohner, bis das Imperium im Jahr 1000 schließlich seinen Höhepunkt erreichte. Der Fall von Sigmars Reich kündigte sich zum Wechsel des Jahrtausends mit einem Machtwechsel an. Nach Jahrhunderten der wiesenländischen Herrschaft schafften es die Adligen des Drakenwald schlussendlich, sich die Position des Imperators mit Betrug und Bestechung zu ergaunern. Ungefähr zu dieser Zeit erlitt das Imperium eine grauenvolle Niederlage gegen die Waldelfen von Laurelorn im Nordwesten des Reiches. Die einstige Hochstimmung war somit binnen weniger Jahre vollkommen verschwunden. Der große Ruhm des Imperiums der Menschen wandelte sich und zeigte seine hässliche Seite, in ausladenden Exzessen der Oberschicht, schlechten Regierungszyklen und immer schlechter werdenden Lebensbedingungen für die Bevölkerung. Die neuen Herrscher aus dem Drakenwald bestimmten Karoburg als Hauptstadt des Imperiums und machten die Stadt für die nächsten 100 Jahre zum Zentrum von machtgieriger Korruption und egoistischer Bereicherung auf Kosten des gemeinen Volkes. Der wohl beste Ausdruck von drakenwäldischer Misswirtschaft ist die Herrschaft von Imperator Ludwig II. Von Hohenbach. Oder Ludwig der Große, wie er auf seinen Goldmünzen beschrieben wurde. Oder aber Ludwig der Fette, sollte man in seinen Zeitgenossen trauen. Ludwig war berüchtigt für seine hedonistischen Züge und veranstaltete tägliche Festessen, bei denen Köche aus aller Welt versuchen mussten, ihn zu beeindrucken.
Jene, die dies nicht schafften, wurden während den Fresspausen auf dem Marktplatz in Karoburg zu Ludwigs Belustigung enthauptet. Seine Obsession mit Essen ging so weit, dass er seinen Leibkoch, einen Halbling, kurzerhand zum Kurfürsten des Mutland machte. Das Mutland ist das Heimatgebiet der Halblinge, war bisher aber offiziell Teil von Avaland und Stirland. Der noch junge Sigmarkult wusste Ludwig jedoch gut zu manipulieren. Der amtierende Großtheogonist veranstaltete regelmäßig Feste, zu denen er Ludwig einlud und stets dafür sorgte, dass dessen Teller niemals leer war. Eingelullt von seinen Banketten, verfasste Ludwig wenig später einen Erlass, der dem Großtheogonisten offizielle Anerkennung und eine Stimme bei den Wahlen des Imperators verlieh. Der Kult Sigmars war nun insgesamt einer der wenigen Gewinner dieser dunklen Zeit. Mit dem ausladenden Lebensstil des Imperators flossen immer mehr Gelder in die Kunst, und die Sigmariten waren die ersten, die ihre Bücher mit bunten Illustrationen von den Heldentaten ihres Gottes schmückten. Eine Maßnahme, die viele neue Anhänger unter den Bürgern hervorbrachte, die des Lesens nicht mächtig waren. Gleichzeitig ließen sie ihre Kathedralen zu Orten der Kunst machen und beeindruckten so auch die Oberschicht mit Deckenbemalungen von Sigmars Taten sowie 8 heiligen und reich verzierten Büchern, die das Lebenswerk Sigmars detailliert beschrieben. Doch während der Adel sich in ausladenden Festen und opulenter Kunst suhlte, so breitete sich unter der Bevölkerung nicht nur Missgunst, sondern auch Krankheit und Hunger aus. Eine explosive Mischung, die sicherlich zu einer Revolte geführt hätte, wäre ihr nicht etwas viel Schlimmeres zuvorgekommen. Im Jahr 1111, während der Herrschaft des bis dato schlimmsten Drakenwalders, Boris von Hohenbach oder Boris dem Inkompetenten, kam es zur Katastrophe. Talabekland und Ostland wurden von einer schweren Pest befallen. Die großen Städte wurden binnen weniger Tage verseucht, und bevor die ersten Opfer bekannt wurden, hatten Händler die Plage schon durch das ganze Land getragen. Das Imperium sah sich einer Seuche gegenüber, die viel schlimmer als alle vergangenen Plagen war. Eine Seuche, die so präzise tötete und sich so schnell verbreitete, dass sie eigentlich nicht zufällig entstanden sein konnte. Und das war sie auch nicht. Doch es kam noch viel schlimmer, denn die Plage war nur das Vorspiel. In den tiefen Tunneln unter dem Imperium regte sich ein Feind, der drohte, alles, was Sigmar geschaffen hatte, in Chaos und Tod zu stürzen. Trotz diesen schlimmen Vorzeichen hätte sich Imperator Boris Hohenbach nicht weniger für das Leid seines Volkes interessieren können. Er selbst schloss sich mit seinen engsten Vertrauten in seinen Karoburger Palast ein und feierte munter weiter seine Bankette. Zumindest bis zu einem unheilvollen Sommertag. Boris und seine Konsorten ließen einmal mehr ausgelassen ihrer Sorglosigkeit freien Lauf, als das Haupttor aufschwang und 4 berobte Gestalten hereintraten. Sie gingen gebückt, zuckten nervös mit jedem Schritt und von ihnen ging ein unmenschlicher Gestank aus. In ihren von Pusteln und Fell überzogenen Krallenhänden hielten sie große Räuchergefäße und alles, was mit ihren Gefäßen in Berührung kam, verendete beinahe sofort. Boris und die anderen Fürsten verfielen in Panik, als die stinkenden Mönche sie langsam in die Enge trieben. Einer nach dem anderen fiel tot zu Boden, übersät mit eitrigen Pusteln und verrottetem leprakranken Fleisch, bis nur noch Boris im Thronsaal kauerte. Die Mönche zogen ihre Kapuzen vom Kopf und Boris wurde mit einem letzten Bild des verseuchten Feindes gestraft, bevor auch er starb. Das Imperium stand am Rand der Vernichtung. Dies waren die Beginne der Skavenkriege. Nach 4 Jahren der Pest und einem Imperator, der sich nicht um sein Volk scherte, schien es im Imperium nicht viel schlimmer kommen zu können. Doch mit dem Tod von Imperator Boris Hohenheim im Jahr 1115 begann sich der Boden unter den Provinzen des Imperiums zu öffnen. Aus den Tiefen kamen die Skaven, manngroße Rattenmenschen, deren Clan Pestilenz die Seuchen verbreitete und den Armeen der Skaven ein gebrochenes Imperium zum Fraß vorwarf. Armeen der Ratten marschierten offen durch die Provinzen des Imperiums. Kleinere Städte und Dörfer wurden von ihnen entweder vernichtet oder versklavt. Nur die mächtigsten Städte des Imperiums leisteten noch Widerstand. Doch auch sie sahen sich dem Tod durch Hunger entgegen. Von den Siegen in Avaland, Reikland, Wissenland und in anderen Provinzen angespornt, befahlen die Skaven einen Vorstoß in die imperiale Provinz Sylvania. Dort wurde vor einiger Zeit ein Einschlag mehrerer Moorstein-Meteore gesichtet, und die Ratten wollten sie für sich beanspruchen. Zwar war auch Sylvania von der Seuche zerrüttet worden, doch zum Leidwesen der Skaven standen die meisten Seuchentoten wieder auf und begannen erneut zu kämpfen. Die Vampire und Nekromanten von Sylvania stellten sich den überraschten Armeen der Skaven entgegen und schlugen sie eindeutig zurück.
Mit einer blutigen Nase zogen sich die Ratten zurück. Einen Krieg gegen die Vampirfürsten konnten sie sich nicht leisten, solange das Imperium noch nicht vollkommen vernichtet war. Die Skaven belagerten weiterhin die großen Städte Altdorf, Nulln, Marienburg und Averheim, sendeten aber ebenfalls eine Armee in den bisher recht unberührten Norden. Mittenland und Nordland reagierten beim Ausbruch der Seuche als Erste und zusammen mit ihrem kalten Klima konnten sie sich vor dem Schlimmsten retten. Somit mussten die Skaven den Mittenländern auf konventionellem Weg beikommen. Das bedeutete eine Belagerung der Festungsstadt Middenheim. Middenheim ist die Hauptstadt von Middenland und das spirituelle Zentrum des Ulrik-Glaubens. Ulrik verlangt von seinen Gläubigen Stärke und Widerstandsfähigkeit. Und genau diese Qualitäten verkörpert auch seine Stadt, Middenheim. Gebaut auf einem Felsplateau namens der Faustschlag und mit dutzenden Kanonen in jeder Richtung bestückt, ist Middenheims Verteidigung nur von zwergischen Karaks zu übertreffen. Doch die Mittenländer hatten einen weiteren Vorteil, als die Skaven im Jahr 1118 vor ihren Toren erschienen. Und das war ihr Anführer. Kurfürst Mandred von Zelt führte die Verteidigung seiner Stadt von der Front aus an und schlug mit seinen Soldaten jeden Versuch der Skaven zurück, die Mauern zu stürmen. Auch wenn das Feuer von den furchtbaren Kriegsmaschinen der Ratten und deren Jezails viele Söhne der Stadt des Weißen Wolfs das Leben kostete, hielten Mandred und seinem Mann stand. Sie kämpften tapfer und schließlich war das Schlachtenglück auf ihrer Seite. Bei allen Versuchen, die Einwohner der Stadt mit ihren Plagen zu infizieren, hatten die Skaven versehentlich ihre eigene Armee angesteckt. Die Pest raffte tausende Skaven dahin und die Verteidiger multiplizierten die Verluste mit dem Feuer ihrer Kanonen. Selbst die zahllosen Skaven waren nicht in der Lage, diese Verlustrate standzuhalten und zogen sich zurück. Zwar gelang es ihnen, einen Bau unter der Stadt zu etablieren und ihn vor den Middenländern geheim zu halten, doch die Belagerung war eindeutig verloren. Von diesem Sieg beseelt, startete Mandred einen Kreuzzug zur Rückeroberung des Imperiums. Die fliehenden Armeen der Skaven trugen ihre eigenen Seuchen zu den anderen Ratten, und schon bald waren es die Skaven, die sich von Krankheit geschwächt einem unschlagbaren Feind gegenübersahen. Mit Mandred von Zelt an ihrer Spitze schlugen die Armeen des Imperiums die Skaven immer wieder und befreiten nach und nach die großen Städte des Imperiums. Mit der industriellen Macht Altdorfs und Nullens hinter sich, beschleunigte sich der Untergang der Skaven nur noch weiter. Zwar stellten die Rattenmänner unter Führung des Kriegsherrn Vrimmig von Clan Mors bei den heulenden Hügeln sich zu einem letzten Gefecht, doch ihr Widerstand wurde gebrochen, als Mandred den Kriegsherrn Vrimmig enthauptete und fortan seinen Schädel als Trophäe mit sich trug. Vrimmig war ein Mitglied des Rats der 13. Mit dem Tod einer der wichtigsten und mächtigsten Ratten im Unterimperium wurden die Skaven von Panik gepackt und flüchteten zurück unter die Erde. Der Rat der 13 beschloss, seine Kräfte erst einmal zu schonen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzugreifen. Der Plan war solide, denn durch ihre gewaltige Geburtenrate würden sich die Skaven bedeutend schneller erholen als die Menschen des Imperiums. Doch die Skaven unterschätzten das Herz und den Trotz des Imperiums. Unter dem neu gekrönten Imperator Mandred Skavenschlechter wurden Städte wieder aufgebaut, Mauern repariert, Felder erneuert und Kanalwachen etabliert. Weiterhin wurde das Geschlecht der Hohenbachs von Mandred für ihre Unfähigkeit gestraft. Die Provinz Dragwald wurde zwischen Middenland und Nordland aufgeteilt, die Hohenbachs enteignet und die Runenklinge Dragwald im imperialen Palast in Gewahrsam genommen. Das Imperium erholte sich viel schneller, als der Rat dachte, während die Skaven von Sklavenaufständen und der hartnäckigen Seuche von Clan Pestilenz geplagt wurden. Somit beschloss der Rat der 13 im Jahr 1152, jedwege Pläne gegen das Imperium vorerst auf Eis zu legen. Mit der Ausnahme einer letzten, einzigen Racheaktion. Am Abend der Geheimnisnacht wurde Imperator Mandred Skavenschlechter tot in seinen Gemächern gefunden, die Kehle durchtrennt von der Klinge eines Assassinen von Clan Eschin. Mandred von Zelt, der Skavenschlechter, ging als einer der größten Helden in die Annalen des Imperiums ein. Er war ein unvergleichlicher Krieger und ein gerechter und kluger Herrscher. Sein Name wurde nie vergessen. Weder vom Imperium noch von den Skaven.
Auf den Tod dieses großen Mannes folgte eine Zeit der Ungewissheit und des Konflikts. Es folgte die Zeit der drei Imperatoren. Nur die Toten haben das Ende des Kriegs gesehen. Die 200 Jahre nach dem Ende der Skaven-Kriege sind ohne große Ereignisse vergangen. Und wir haben nur wenig Aufzeichnung über die Geschehnisse dieser Zeit. Die nächste große Krise des Imperiums begann im Jahr 1359 mit der Wahl eines neuen Imperators. Dem Kurfürsten von Stirland, dessen Name in den Windungen der Zeit verloren ging und deswegen im Verlauf der Geschichte einfach als der Imperator oder der Imperator in Nullen bezeichnet wird. Ein Jahr nach seiner Krönung lehnte sich Kurfürstin Ottilia von Talabekland jedoch gegen die Wahl auf. Der Imperator in Nullen hatte nämlich bereits eine Steuer gegen Ulrik Gläubige erhoben und Ottilia befürchtete, dass er nichts weiter als eine Marionette des Großtheogonisten von Sigmar sei. Somit machte sie ihren eigenen Anspruch geltend und krönte sich im Jahr 1360 selbst zur Herrscherin. Ihre religiöse Begründung führte dazu, dass die Konflikte einen starken theologischen Aspekt bekamen und sich andere Provinzen auf die verschiedenen Seiten schlugen, basierend auf der dominanten Religion. Der Bürgerkrieg brodelte mal mehr und mal weniger immer wieder auf über die nächsten 90 Jahre, in denen das Imperium nicht länger als vereinte Fraktion gesehen werden konnte. Die Konflikte flachten im Jahr 1450 stark ab, als viele religiöse Ritterorden dem Ruf von König Louis von Bretonia folgten, um dem Kreuzzug gegen Araby beizutreten. Nach der Rückkehr entfachten die Ritter den Krieg jedoch mit neuer Leidenschaft. Auch hier begegnen wir wieder einer großen Periode von nur sehr grober Geschichtsschreibung, wodurch die nächsten 100 Jahre in ziemliche Dunkelheit gehüllt sind. Im Jahr 1547 begann die Zeit der drei Imperatoren nun offiziell mit dem Kurfürsten Heinrich von Middenland, der versuchte, das Imperium bei einer Versammlung erneut unter seiner Führung zu vereinen. Da die anderen Fürsten jedoch widersprachen, ließ sich Heinrich kurzerhand ebenfalls zum Imperator ausrufen und beteiligte sich selbst am Konflikt. Die drei beteiligten Fraktionen zu dieser Zeit waren nun Heinrich von Middenland, Friedrich der V. von Talabekland, der Nachfahre von Ottilia, und der ebenfalls namenlose Nachfahre des Imperators von Nullen. Der Name ist auch hier nicht weiter bedeutsam, da er im Grunde eine Marionette des Großtheogonisten war, der sich nun in diesem Krieg einen endgültigen Sieg über den traditionellen Ulrik-Kult erhoffte. Die nächsten 500 Jahre des Imperiums sind von wechselnden Allianzen, großen Katastrophen und konstant umstrittenen Grenzkonflikten geprägt. Viele kleinere Provinzen erklärten ihre Unabhängigkeit. Westmittenland spaltete sich von Heinrich im Jahr 1550 ab und stahl die Runenklinge des Drakenwald, die ihnen dann offiziell vom Imperator in Nullen überreicht wurde, als sie sich seiner Sache anschlossen. Im Jahr 1681, während der Nacht der ruhelosen Toten, gelang es der Provinz Silvania, sich von Stirland abzuspalten und ebenfalls Unabhängigkeit zu erklären. Im selben Jahr rebellierte Ostermark mit der Hilfe von Ostland gegen Talabekland und formte das Ostmark-Bündnis, eine weitere unabhängige Fraktion innerhalb des einst großen Imperiums. Natürlich blieben die inneren Unruhen des Imperiums, das nun kaum noch als solches bezeichnet werden konnte, auch den Feinden der Menschen nicht verborgen. Und so nutzte Warboss Gorbat Eisenklaue die Uneinigkeit aus und startete eine Invasion im Jahr 1707 imperialer Kalender. Das Imperium war so uneins, dass Eisenklaue ohne große Gefahr über Avaland und Solland herfallen konnte. Kurfürst Eldred von Solland versuchte jedoch eine Verteidigung gegen Gorbat aufzubauen. Er schloss sich mit den Truppen aus Avaland zusammen und bezog Stellung hinter dem Fluss Ava. Er zerstörte sämtliche wichtige Brücken und zwang die Orks durch den Fluss zu marschieren, an dessen Ufer seine Armee wartete. In fast jeder anderen Situation wäre diese Taktik ein sicherer Sieg für die vereinten menschlichen Verteidiger gewesen. Doch durch Jahre des Bürgerkriegs und fehlende Hilfe der anderen Provinzen waren sie einfach zu wenige, um die grüne Masse aufzuhalten. Die Orks schafften es, trotz großer Verluste den Ava zu überschreiten, und Eldred sah sich nun einer anstürmenden Horde gegenüber. Ein Rückzug war keine Option, da Teile der Ork-Horde sich durch das Mutland in den Rücken seiner Armee gekämpft hatten und er somit umzingelt war. Eldreds einzige Möglichkeit bestand darin, das Ufer zu verteidigen,
in der Hoffnung, die Orks zu schlagen, während ihre Verstärkung noch damit beschäftigt war, die Halblinge aus dem Mutland zu essen. Doch Gorbats Streitkräfte waren zu zahlreich und auch wenn Eldred versuchte, in einem letzten Ansturm mit seiner Leibwache der Bestie den Kopf abzuschlagen und zumindest Gorbat selbst zu töten, hatte auch das keinen Erfolg. Der monströse Ork schlachtete den von der Schlacht ermüdeten Kurfürsten ab und riss ihm seine Gliedmaßen bei lebendigem Leibe aus. Gorbat steckte den Torso und Kopf des Kurfürsten daraufhin auf einen Pfahl und machte ihn zu seinem persönlichen Kriegsbanner. Die geheiligte Runenklinge des Solland ging für mehrere hundert Jahre verloren und Gorbat trug die Krone des Kurfürsten nun selbst. Die Schlacht wurde bekannt als die Schlacht um Sollands Krone und markierte das Ende der Provinz. Gorbats Sieg war so eindeutig und seine Vernichtung so total, dass niemand mehr übrig war, um das Solland zu regieren oder wieder aufzubauen. Die Provinz wurde später vom Wissenland absorbiert. Gorbat war ein ambitionierter Ork und anstatt das Imperium weiter zu vernichten und langsam auszuhungern und zu übernehmen, marschierte er direkt ins Herz des Reikland zur großen Stadt Altdorf. Zwar brachte Gorbat die Verteidiger in ernste Probleme, doch Altdorf ist eine beinahe uneinnehmbare Festung und die lange Belagerung säte Unruhe unter den Orks. Gorbat musste handeln und befahl einen überhasteten Angriff, währenddem die Grünhäute vor und auf den Mauern Altdorfs abgeschlachtet wurden. Nach dem Tod von Gorbat lernte jedoch niemand etwas aus der Zerstörung von Solland. Wissenland übernahm die Kontrolle über die Provinz, verlor jedoch Hoheit über Nullen, die nun zu einer Freistadt wurde, und aus Nullen selbst krönte Margarita von Nullen sich ebenfalls zur Imperatorin ihres eigenen Reiches. Die chaotische Lage im Imperium war so schlimm wie nie, und doch sollte alles noch düsterer werden. Das erste Omen für die kommenden Schrecken war der doppelschweifige Komet, der in einer von Wissenlands größten Städten einschlug, Mordheim. In den darauffolgenden Jahren wurde Mordheim zum Synonym von Verderbnis und Verrücktheit. Das Chaos selbst hat die Kontrolle über die Stadt übernommen und viele Abenteurer und korrumpierte Gestalten kämpfen seither über die Kontrolle über die Stadt und den Moorstein des Kometen. Der Ruf der Stadt ist so verkommen, dass viele nicht einmal mehr ihren Namen aussprechen, sondern nur noch von der Stadt der Verdammten reden. Und doch war der Fall Mordheims nur ein Vorgeschmack auf die Schrecken, die noch kommen sollten. Denn in der Provinz Sylvania regte sich ein starker Anführer, ein Mann mit der Entschlossenheit und Ruchlosigkeit, um das Imperium erneut unter seiner Hand zu vereinen. Dieser Mann war Vlad von Karstein. Und das war der Beginn der Vampirkriege. Du hast die Wahl. Diene mir als Vasall im Leben oder stirb und diene mir als Sklave im Tod. Vlad von Karstein war der erste und der größte Vampirfürst Sylvanias. Ein hochgewachsener Mann mit langen Haaren und einem eisernen Blick. Jene, die ihn trafen, beschrieben ihn als einen Mann von vollendetem Charme, mit aristokratischen Zügen und einer silbernen Zunge. Doch hinter der Adelsmaske versteckte sich ein Monster. Ein ungezähmtes Temperament, eine animalische Wut, die niemand außer seiner Frau Isabella zu zügeln wusste. Kein Mann brachte das mächtige Imperium jemals so kurz vor den Fall. Kein Name war jemals so gefürchtet wie der seine. Und kein Vampir sollte je wieder so mächtig sein wie Vlad. Seine Ursprünge im Reich Nehekara sollen uns an dieser Stelle nicht interessieren. Diese Geschichte wurde in den Gruftkönige-Videos schon erläutert. Dieses Mal betrachten wir Vlads Machtübernahme in Sylvania und die darauf folgende Schreckensherrschaft, sowie den ersten großen Vampirkrieg. Nach seinem Tod in Nehekara verbrachte Vashanesh viele Jahre in Kislev, wo er den Namen Wladimir annahm und begann, die Geheimnisse seines Rings zu entschlüsseln. Warum Wladimir, der sich nun selbst als Prinz Wladimir vorstellte, schließlich nach Sylvania zog, ist unbekannt. Und auch die ersten 700 Jahre sind nicht wirklich nachvollziehbar. Das einzige Ereignis, von dem wir aus dieser Zeit wissen, ist, dass Vlad an der Seite von Friedrich von Hall im Jahr 1111 imperialen Kalenders gegen die Skaven kämpfte. Anzunehmen ist, dass Vlad diese Zeit nutzte, um von den Nekromanten zu lernen oder zumindest von dessen Schriftrollen zu profitieren. Friedrich sollte später als Van Hall bekannt werden und die legendäre Vampirjägerfamilie des gleichen Namens gründen. Wladimir tauchte erst im Jahr 1797 wieder auf, als der letzte Fürst von Drak
Otto von Drack im Sterben lag. Otto war ein wahnsinniger und gewalttätiger Mann, der seine Untertänen häufig zum Tod verurteilte und ihre Köpfe vor seiner Burg auf Spieße pfählte. Nun lag er jedoch im Sterben und hatte keinen männlichen Erben, nur eine Tochter. Eine wunderschöne junge Frau namens Isabella. Sie konnte jedoch nicht erben, da sie nicht verheiratet war, und Otto weigerte sich auch nur einem der seiner Meinung nach verräterischen und unwürdigen Edelleute ihre Hand anzuvertrauen. Gleichermaßen wollte er jedoch auch nicht, dass sein Bruder Leopold seinen Thron erbt, und so schrie er vor Wahn und Wut, während sein Leben langsam davonglitt und seine Tochter an seiner Seite trauerte. Die schwarze Nacht wurde von einem Donner durchzogen, und mit den letzten Minuten des Lebens Otto von Drags betrat ein Fremder mit stolzer Stimme und wehendem Umhang die Burg. Im Hof stand seine Kutsche, gezogen von 4 schwarzen Mähren, und die mächtigen Tore der Burg öffneten sich nach und nach, ohne dass auch nur ein Diener sie berührte. Der Fremde war hochgewachsen, mit langen dunklen Haaren und edlen Gesichtszügen. Er sprach mit einem kislevitischen Akzent, und doch waren seine Worte gefüllt mit Stolz und Autorität. Niemand wagte es, sich ihm in den Weg zu stellen, und sogar die Jagdhunde des Fürsten verkrochen sich in den Ecken und wagten keinen Ton zu machen. So schritt der Fremde geradewegs in die Kammer des sterbenden Otto von Drag, und noch bevor jemand das Wort ergreifen konnte, hielt der gutaussehende Fremde um die Hand Isabellas an. In seinem Antrag stellte er sich als Prinz Wladimir von Karstein vor, und überwältigt von der Aura des Fremden gaben sowohl Otto als auch Isabella ihr Einverständnis. Und Vlad und Isabella wurden auf der Stelle von dem anwesenden Sigmar-Priester Gutmann vermählt. Otto von Drag starb mit dem Jawort seiner Tochter und Wladimir von Karstein war der neue Fürst von Silvania. Und noch in derselben Nacht ließ er Isabellas Onkel Leopold aus dem höchsten Turmfenster werfen. Vlad war ebenso seltsam wie Otto es war, doch seine Herrschaft war weniger tyrannisch. Zwar wechselte er die komplette Dienerschaft aus, war niemals tagsüber unterwegs zu sehen und lud regelmäßig seltsame berobte Gestalten in die Burg ein, doch all das kümmerte die Bevölkerung nur wenig. Für den einfachen Bürger war wichtig, dass niemand mehr gepfählt wurde und Fürst Vlad bedeutend weniger Steuern forderte als Fürst Otto. Somit wurden seine Eigenarten abgetan und die Bevölkerung kümmerte sich weiter um ihr tägliches Leben. Viele mochten sogar die Herrschaft von Vlad in den ersten Jahren. Er richtete Verbrecher zwar harsch und ohne Gnade, doch krümmte er den Gesetzestreuen kein Haar. Und Banditen, die in die Städte kamen und Tribut forderten, gehörten bald der Vergangenheit an, da Vlad an den ersten, die das versuchten, ein blutiges Exempel statuierte. So war Silvania zwar ein höchst strenges, aber auch friedliches Land. Die einzige, die recht schnell von Vlads Vampirismus erfuhr, war Isabella. Um zu verhindern, dass sie dieses Wissen verbreitete, versuchte Vlad, sie mit seinem Charme und seiner Magie zu betören. Isabella jedoch war zu stur, um sich in die Sinne von derlei Hexenwerk vernebeln zu lassen und wies ihren Mann eiskalt ab. Gerüchte besagen sogar, dass sie die Hand gegen den Vampir erhoben haben soll, aber das ist unbestätigt. Was auch immer sie getan hat, ihr rebellischer und unbezwingbarer Geist machte Vlad hellhörig. Er, der sogar die mächtige lamianische Königin Neferata bezirzen und sich gefügig machen konnte, scheiterte an einer einfachen Fürstentochter. Was mit Frustration begann, wurde bald zu Respekt. Und der Respekt wurde schnell zu Liebe. Zum ersten Mal in seinem Unleben war er es, der bezaubert war. Und so steckte er all seine Zeit und Mühe in die Umwerbung seiner Braut. Trotz ihres anfänglichen Widerstands wärmte sich die Beziehung zwischen Vlad und Isabella mit der Zeit. Und die Liebe wurde erwidert. Bis Isabella schließlich um den Blutkuss bat, die Transformation zum Vampir. Vlad jedoch, der um den Schmerz und die Leere des Untods wusste, verweigerte sich und erklärte ihr, dass ein kurzes, aber erfülltes Leben als Sterblicher mehr wert ist als eine Unendlichkeit der Kälte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne, denn schon bald darauf wurde Isabella unheilbar krank und weder Arzt noch Priester vermochten ihr zu helfen. Gerüchte wurden laut, dass Isabella gestorben war, doch 3 Tage später zeigte sie sich vor ihrem Volk, seltsam blass von der Krankheit, aber lebendig. Widerwillig hatte Vlad ihr den Blutkuss gegeben, sein Verstand benebelt von der Trauer des Verlustes. So vergingen viele Monate in Silvania, das Herrscherpaar ward selten gesehen, doch deswegen übten sie auch keinen Druck auf die anderen Adligen aus und somit störte es niemanden. Zumindest bis die ersten Bürger und Dorfbewohner verschwanden.
und sich kleine Gruppen von Untoten um die Dörfer bildeten. Zwar töteten sie nur jene, die sich gegen die Herrscher äußerten, aber mit der Zeit verbreiteten sich immer mehr Gerüchte. Als nach vielen Jahren die beiden Herrscher kein Zeichen von Alterung aufwiesen und die älteste Frau Drakenhofs standhaft behauptete, ihre Mutter wäre nur ein kleines Mädchen gewesen, als Vlad die Macht übernahm, begriff auch der letzte Dorftrottel, dass etwas nicht stimmte. Schließlich verbreitete sich die mysteriöse Krankheit Isabellas auch auf die anderen Häuser Sylvanias. Und jene, die begannen, die von Karsteins zu hinterfragen, fanden schnelle und seltsame Tode. Mehr und mehr Hexenjäger begaben sich nach Drakenhof, doch keiner überlebte. Und Vlad ließ schließlich auch einfach sämtliche religiösen Einrichtungen in Sylvania schließen und die Priester vertreiben. Etwas, das in keinem anderen Land des Imperiums jemals versucht wurde und die Aufmerksamkeit der anderen Fürsten und besonders der Sigmarkirche auf sich zog. Vlad jedoch ließ sich nicht in seinen Plänen beirren und sandte seine dunklen Diener in die zerstörte Stadt Mordheim, um dort Moorstein für künftige Rituale zu sammeln. Gleichzeitig wurden viele der Bauern und Bürger Sylvanias, die nun keine Götter oder Tempel mehr hatten, in die Kulte der Wiederauferstandenen getrieben. Im Jahr 2010 war es schließlich soweit. Vlad rief alle überlebenden Edelleute und hochrangigen Bürger zum Totentanz, einem Fest, das in Schloss Drakenhof abgehalten werden sollte. Als alle versammelt waren, ließ Vlad die Türen schließen und tötete alle Anwesenden bis auf zwei. Die Überlebenden eilten Gans, ein treuer und sterblicher Anhänger Vlads, und Stefan Fischer, ein Hexenjäger, der sich während dem Gemetzel unter einem Berg Leichen versteckte und so lebend herauskam. Mit genug Blut an seinen Händen und den Moorstern zu seiner Verfügung begann Vlad ein Ritual aus den neuen Büchern des Nagash, und überall in Sylvania erhoben sich die Toten, um seinen Befehlen zu gehorchen. Fischer gelang es, das Imperium zu warnen, doch keine Warnung dieser Welt konnte sie auf das vorbereiten, was folgte. Die kommenden Jahrzehnte wurden in Blut geschrieben. Vlads untote Horden mit dem Vampirfürsten an ihrer Spitze mordeten sich rücksichtslos durch das Imperium. Vlad war ein Meisterstratege und lockte die imperialen Truppen stets in Situationen, in denen seine Armee im Vorteil war. So ließ er sich beispielsweise von den Armeen des Imperators jagen, bis sie vollkommen erschöpft vom Marschieren waren, nur um dann des Nachts über sie hereinzubrechen. Auch der Winter, in dem die meisten Kampagnen aufgrund der Witterung nicht möglich waren, wurde zu einer Hochsaison für Vlads Streitmächte. Denn seine Truppen brauchten weder Pause, noch Rast, noch Unterkunft. Und je mehr Truppen das Imperium sandte, um die Untoten zu vernichten, desto größer wurde die Gefahr. Die Lage schien aussichtslos. Und im Jahr 2051 stand Vlad von Karstein schließlich vor Altdorf. Die Stadt war befestigt und vorbereitet, so gut es ging. Und für jede Armee eine Herausforderung. Doch Vlad konnte alle seine Verluste einfach wiederbeleben, und je mehr Altdörfler er tötete, desto mächtiger war sein Angriff am nächsten Tag. Hinzu kam noch Vlad selbst, der an der Front kämpfte und hunderte Leben forderte. Ein durch seinen Ring unsterblicher Vampir, der an der Spitze von tausenden Skeletten kämpft, war eine unmögliche Aufgabe, und Altdorf stand kurz vor dem Fall. Wäre nicht eine Gestalt in die persönliche Kapelle von Großtheogonist Wilhelm III. Eingebrochen, und hat er dem Geistlichen von Vlads Büchern des Nagash und seinem Ring erzählt. Diese Gestalt, Manfred von Karstein, Vlads oberster Gefolgsmann, war gierig geworden und begehrte die Macht seines Herrn. Also verriet er ihn und gab die Geheimnisse von Vlads Macht preis. Der Großtheogonist legte daraufhin dem besten Dieb der Stadt eine Wahl: Stirb mit der Stadt oder arbeite mit Manfred zusammen und klau die Gegenstände. Dieser Dieb war Felix Mann, und mit Manfreds Hilfe gelang ihm das Unmögliche. Wütend über den Verlust und in seiner Rage gefangen, warf Vlad alles, was er hatte, einschließlich sich selbst, gegen die Mauern Altdorfs. Und trotz seiner schwindenden Armee und seinem geschwächten Zustand hatten die Verteidiger keine Chance. Der Sieg war zum Greifen nah, und nur das persönliche Opfer von Wilhelm III. Rettete die Stadt, als sich der Großtheogonist selbst gegen den Vampir warf und mit ihm zusammen von den Mauern auf die Pfähle darunter fiel. Beide Männer wurden aufgespießt und waren tot. Vlads Armee zerfiel langsam, als Vlad starb, und Altdorf war gerettet. Wenn auch durch das ungewöhnlichste Team, das man sich vorstellen kann. Ein Dieb, ein Großtheogonist und ein verräterischer Vampir. Und hunderttausende Soldaten waren nötig, um den größten aller Vampire schließlich zum Fall zu bringen. Die Dunkelheit ist mein Reich, das Grab mein Thron. Der große Vampir Vlad von Karstein starb im Jahr 2051 durch die Taten eines einfachen Diebes
und die edle Aufopferung eines heiligen Mannes. Doch um eine Kreatur von Vlads Boshaftigkeit und Macht zu stürzen, bedarf es noch die Hilfe eines dritten Verschwörers. Denn manchmal muss Feuer mit Feuer bekämpft werden. Der letzte Verschwörer und Informant des Diebes war niemand anders als der erste Sohn von Vlad von Karstein. Jener machthungrige Adelige, der zuerst das dunkle Geschenk von dem Schreckensfürst erhielt. Sein Name war Manfred. Und während Konrad von Karstein nach dem Tod seines Blutvaters sofort die Zügel in die Hand nahm und das Imperium in eine zweite blutige Eroberungskampagne stürzte, tat Manfred das, was er am besten konnte. Er wartete geduldig, mehrte seine Macht und schmiedete Ränke. Im Gegensatz zum körperlich beeindruckenden Konrad und dem unbezwingbaren Vlad war Manfred eher gebrechlich. Natürlich war seine Stärke und seine Widerstandsfähigkeit jedem Menschen weit überlegen. Immerhin war er ein Vampir. Doch im Vergleich zum Rest der Karsteins war Manfred unbedeutend. Manfred erkannte diese Schwäche jedoch früh in seinem untoten Leben und studierte daher die magischen Künste akribisch. Er eignete sich über die Jahrhunderte mehr Wissen an als jeder andere Vampir oder Nekromant und am Höhepunkt seiner Macht waren ihm sogar Vlad und Isabella nicht länger ebenbürtig, was die Winde der Magie anbelangte. Mit dem unausweichlichen Tod seines Bruders Konrad begann das Imperium langsam aufzuatmen. In Sylvania jedoch herrschte größte Unruhe. Manfred hatte sich aus der Politik der Provinz zurückgezogen und in dem Machtvakuum, das durch Vlad und Konrads Tod entstand, versuchten sich viele kleinere Vampirfürsten an die Spitze zu setzen. Ein Bürgerkrieg entbrannte. All das beobachtete Manfred aus der Ferne. Er wusste, dass keiner der kleineren Vampire eine Gefahr für ihn war. Und solange sie sich untereinander bekriegten, konnte das Imperium sich erholen. Doch wichtiger noch, die Menschen konnten vergessen. Die ersten beiden Vampirkriege waren frisch in den Köpfen der Bürger und das Imperium sollte noch lange ein sehr aufmerksames Auge auf die Provinz Sylvania werfen. Manfred wusste, dass er während dieser Zeit keine bedeutenden Fortschritte machen konnte, ohne zu riskieren, dass eine imperiale Armee an seiner Grenze erscheint. Darum zeigte er sich geduldig und nutzte die Zeit, um eine Pilgerreise nach Hinnikara zu unternehmen und lang vergessene Bücher über Nekromantie zu suchen und zu studieren. Im Jahr 2114 kehrte Manfred zurück nach Sylvania. Auf seinen Reisen hatte er viele andere Vampirfürsten von außerhalb der Provinz auf seine Seite gezogen und vereint mit seiner magischen Überlegenheit konnte er die Herrschaft über Sylvania sichern. Mit dieser Machtübernahme begann ein 10 Jahre andauernder Plan, in dem Manfred seine Truppen in Sylvania massierte und sogar selbst durch das Imperium reiste, um aus alten Gruften und von Schlachtfeldern besonders mächtige Untote und Geister zu beschwören. Das Imperium war einmal mehr im Chaos und in den Flammen des Bürgerkriegs waren die Vampire nur eine ferne Erinnerung. Manfred wusste, dass die Zeit reif war und begann im Jahr 2124 mit seinem Feldzug gegen das Imperium. Und in dieser Kampagne sollte Manfred sein militärisches Genie beweisen. Der Vampirfürst begann seinen Feldzug im tiefsten Winter, wenn die Kriegszeit längst vorbei und die meisten Armeen aufgelöst waren. Seine Skelette und Zombies störte das Wetter nicht und Manfreds Horden konnten die Kurfürsten überrennen und viele Städte unverteidigt vorfinden. In den Sommermonaten verbarrikadierte sich Manfred in den eroberten Festungen und während das Imperium viel Geld und Manneskraft daran setzte, den Vampir auszuräuchern, saß er die Belagerung einfach aus. Seine Armee musste nicht versorgt werden und war daher unmöglich auszuhungern. So blieb den Imperialen nichts anderes übrig, als die Mauern zu attackieren, was in tausenden Toten endete. Tote, die Manfred prompt wieder zum Leben erhob und im nächsten Winter gegen seine Feinde ins Feld führte. Manfreds erfolgreichster Winter war wohl im Jahr 2132, als er 4 aufgestellte Armeen der Kurfürsten schlug und seine eigenen Reihen mit ihren Toten erweiterte. Im folgenden Jahr marschierte Manfred daher auf Altdorf und fand die Stadt nur schwach befestigt vor. Vorsichtig näherte er sich mit seiner Armee und ließ Leitern und andere Kriegsmaschinen aufbauen, als ein einzelner Mann auf den Zinnen erschien. Kurt der Dritte, Großtheogonist des Imperiums, breitete ein Buch vor sich aus und begann zu sprechen.
Manfred erkannte die Schrift nach den ersten Zeilen. Es handelte sich um das Liber Mortis, geschrieben vom dunklen Nekromanten Frederik von Hel. Aus diesem heretischen Werk zitierte der Großtheogonist die Verse des Lösens, ein Spruch, der von Van Hel speziell für den Kampf gegen andere Nekromanten entworfen wurde und die Verbindung zwischen dem Hexer und den Untoten stört. Diese Tat sollte sowohl zeitgenössische wie auch spätere Theologen zutiefst polarisieren. Einige halten Kurzrezitationen des Liber Mortis für ein notwendiges und mutiges Opfer, das nur von einer reinen Seele vollbracht werden konnte. Andere sehen diese Tat als einen Verrat an den Lehren Sigmas, da sich der Großtheogonist selbst auf das Niveau des verächtlichen Nekromanten heruntergelassen hat. Wie die Taten von Kurt III. Bewertet werden, bleibt jedem selbst überlassen. Im modernen Imperium wird er jedoch als Held anerkannt und kann stolz seinen Platz zwischen anderen vergangenen Großtheogonisten einnehmen. Für Manfred war diese Tat jedoch zweifellos ein großer Grund zur Sorge. Seine Armee entglitt schnell seiner Kontrolle, und aus den Wäldern um Altdorf herum erschienen plötzlich große Truppenformationen, die dort im Hinterhalt gewartet hatten. Manfred verlor einen großen Teil seiner Truppen an das Liber Mortis und einen noch größeren, um seinen Rückzug zu decken. Der Vampir ließ sich von diesem Rückschlag allerdings nicht zu sehr beeindrucken und marschierte mit seiner verbleibenden Armee am Fluss Reik entlang in Richtung Marienburg. Auf dem Weg fiel er über mehrere Dörfer her, um seine Reihen wieder aufzufüllen. Manfreds Plan sah vor, über das Wasser nach Marienburg einzudringen und die Stadt zu teilen. Hatte er erstmal einen Brückenkopf, konnte er die zentralen Brücken abschneiden und die Südhälfte der Stadt wäre seinen Truppen ausgeliefert. Doch er unterschätzte den Hass und die Leidenschaft, mit der die Marienburger ihre Stadt vor dem Vampir verteidigten. Jeder waffenfähige Bürger griff zum Schwert, zur Axt oder einfach zum Knüppel und jedes noch so kleine Fischerboot wurde benutzt, um den Kanal zu blockieren. Manfred wurde deutlich geschlagen, konnte aber genug Verluste verursachen, um seine Armee schlagkräftig zu halten. Er zog sich zurück und bereitete sich auf eine längere Belagerung vor, indem er Kriegsmaschinen anfertigen ließ. Doch schon bald bekam er Nachricht, dass er die Menschen des Imperiums noch deutlicher unterschätzt hatte, als es bisher der Fall war. Eine gewaltige geeinte Armee mehrerer Kurfürsten marschierte durch den Winterschnee von Altdorf nach Marienburg, um ihn zur Strecke zu bringen. Der Hass gegen den Vampir brannte heiß und drohte die Sicherheit des Winterschnees um Manfred herum zu schmelzen. Was folgte, waren mehrere Jahre der Jagd durch die Provinzen des Imperiums. Und obwohl sich immer mehr Kurfürsten den Armeen des Imperiums anschlossen, wogte das Kriegsglück stets hin und her. Niemals waren sich die beiden Parteien sicher, wer nun wirklich der Gejagte war. Das beste Beispiel für diese turbulente Zeit ist die Schlacht von Horstenbart. Die Armeen von Ostermark und Averland waren in der Lage, Manfreds Truppen nahe der Stadt Horstenbart zu stellen und vernichtend zu schlagen. Manfred verlor mehr als die Hälfte seiner Truppen in den Kämpfen. Während der folgenden Jagd durch die Wälder gelang es Manfred jedoch, die kleine Stadt Felf zu überfallen und die dortigen Bewohner seiner Armee hinzuzufügen. Als die Armeen Ostermarks in Felf ankamen, wurden sie plötzlich von einer voll kampfbereiten untoten Armee überrascht und ihrerseits in die Flucht geschlagen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zog sich fast 10 Jahre und vereinte die Kurfürsten des Imperiums in einem Pakt. Sie alle schworen, ihre Feindseligkeiten untereinander zu beenden, solange der verhasste Vampir noch am Leben war. Nun mit der gesamten Macht des Imperiums und sogar einer verbündeten Armee des Hochkönigs Thorgrim Grollbart gelang es den Verbündeten schließlich, den dunklen Herrscher bei dem verwunschenen Sumpf von Helfen zu stellen. Manfred wusste, dass er nicht mehr lange davonlaufen konnte und wählte das Schlachtfeld weise. Der Sumpf behinderte die sterblichen Streitkräfte weit mehr, als sie seien. Er konnte Verstärkung aus den Toten beschwören, die seit Urzeiten hier ihr Ende finden, und die Aura dunkler Magie stärkte seine Fähigkeiten nur noch mehr. Die finale Schlacht des dritten Vampirkriegs stand unmittelbar bevor. Der dichte Nebel hing tief über dem verwunschenen Sumpf Helfen, als die Allianz von Menschen und Zwergen durch seine nasse Mitte warteten. Es war still. Doch sie alle wussten, dass der Vampir und seine untoten Horden hinter jedem Hügel warten konnten. Plötzlich stiegen tausende Zombies in ihrer Mitte aus dem Sumpf hervor und Legionen von Skeletten marschierten über die sanften Anhöhen des tückischen Helfen. Manfred von Karstein selbst stand in ihrer Mitte und entfesselte einen Wirbel dunkler Magie auf die Angreifer. Doch wieder einmal unterschätzte der Vampir die Entschlossenheit der Sterblichen.
Die Krieger der Zwerge schlossen sich zu einem dichten Schildwall zusammen und die disziplinierten Hellebarden des Imperiums standen bereit. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen eröffneten die Orgelkanonen die Schlacht. Manfred hatte jeden erdenklichen Vorteil in dieser Schlacht, doch verlor er stetig an Boden. Die Großschwerter der Imperialen enthaupteten die Untoten mit nahezu religiöser Leidenschaft, während die Priester der Sigma ihre Schlachtenhymnen sangen und mit ihren Hämmern die Köpfe der Skelette zertrümmerten. Zwergische Handkanonen forderten ebenso viele Opfer wie die Klingen ihrer Gromril-beschichteten Äxte. Manfred von Karstein entfesselte jeden dunklen magischen Trick, den er hatte, und erhob Zombie-Legion um Zombie-Legion, nur um mit anzusehen, wie das Feuer in den Augen seiner Feinde heller und heller brannte. Dies war die Folge der Angst, die er gesät hatte, und die Rechenschaft, die seine Opfer von ihm forderten. Manfred selbst hatte diese Allianz der Kurfürsten mit seiner Schreckenskampagne geschmiedet, und sie waren entschlossen, ihm mit kaltem Stahl dafür zu danken. Die Truppen der Sterblichen trieben den Vampir bis an die östliche Grenze des Sumpfes, und Manfred realisierte, dass er verloren hatte. Er ergriff die Flucht, denn im offenen Gelände hatte er noch weniger Chancen als im Sumpf. Mit seinen Skeletten im Hintergrund floh der Vampirfürst so schnell ihn sein dunkles Ross tragen konnte. Doch so einfach würde ihn das Imperium nicht davonkommen lassen. Ein spitzer Schrei ertönte über dem Schlachtfeld, und noch bevor der Vampir realisierte, wie ihm geschah, wurde sein Pferd von einem riesigen Greifen zerfetzt und er selbst hatte eine Runenklinge in der Brust. Manfred spürte, wie die magische Waffe seinem unnatürlichen Leben ein Ende setzte. Und er langsam ins Nichts glitt. Martin von Stirland enthauptete den Vampirfürsten und ließ dessen Körper langsam in den Sumpf sinken. Manfreds Leiche wurde nie gefunden, aber der dritte Vampirkrieg war beendet. Und so schicken wir eure Seele an Sigmas Seite. Wenige, wenn überhaupt jemand, haben je so viel für Sigmas ruhmreiches Imperium geleistet wie ihr. Wir sind nun vereint. Vereint in Trauer um euer Ableben. So verabschieden wir uns vom Imperator Magnus von Bildhofen, Sigmas frommsten Diener. Nach dem Ende der Vampirkriege und dem Tod des schrecklichen Vlad von Karstein sowie seinen Nachfolgern Manfred und Konrad konnte das Imperium noch immer nicht aufatmen. Für die Kriegszeit stand das Imperium geschlossen gegen die Untoten, doch mit dem Ende der silvanischen Bedrohung begannen die Streitigkeiten um den Thron erneut. Das Imperium spaltete sich erneut in Lager und den von Krieg zerrütteten Lande standen nur noch mehr Blutvergießen bevor. Über 100 Jahre dauerte diese Uneinigkeit, bis das Imperium im Jahr 2302 von einem Donnerschlag erschüttert werden sollte. Dieser Schlag war ein ehemals junger Krieger aus den Reihen der Steppenreiter der Kurgans. Mit dem Glauben an die ruinösen Götter stieg dieser brutale Pferdeherr schnell in den Reihen seiner Kriegshorde auf und führte seine Reiter sogar nach Norska, wo er mehr Krieger unter seinem Banner vereinte. Geleitet vom Willen der Götter und gesegnet von ihrem ungeteilten Mahl, sammelte er die Artefakte des Morkar und wurde zum neuen ewig Auserwählten des Chaos. Sein Name war Azawakul und zusammen mit seinen albtraumhaften Horden fiel er in Kislev ein. Die nördlichen Dörfer fielen schnell und nur wenige Flüchtlinge schafften es überhaupt nach Süden, um Kunde der kommenden Horden zu bringen. Zarina Alexis Romanov ersuchte Hilfe im Imperium, doch aufgrund der Uneinigkeit erhielt sie nur Antwort aus dem angrenzenden Ostland. Kislev und Ostland schlossen sich also zusammen und stellten eine große Armee, die Azawakuls Truppen nördlich von Prag einen Hinterhalt legen sollten. Der Kampf sollte am Fluss Linsk initiiert werden und der Bojar, der mit der Führung des Angriffs betraut wurde, plante den Chaoshorden das Übersetzen über den Fluss zu erschweren, große Teile der Truppen beim Versuch zu erschießen oder zu versenken und schließlich die Überreste am Ufer getrennt zu isolieren. In der Theorie sicherlich ein guter Plan, doch waren die Chaoshorden zu zahlreich, als dass der Bojar ihnen das Übersetzen verhindern konnte. Die darauf folgende Schlacht kann eigentlich kaum noch als solche bezeichnet werden,
Es war ein einseitiges Massaker, in dem Asawakul wie ein Dämon durch die Reihen der Angreifer pflügte. Seine gewaltige Axt schien weder von Kettenhemd noch Plattenpanzer beeindruckt und zerteilte die Körper der Menschen im Dutzend. An seiner Seite die mächtigsten Krieger der nördlichen Stämme, riesige Auserwählte des Chaos mit den zahlreichen Segen ihrer Götter. Erzählungen der Zeit zufolge war der Anblick Kuhls, wie er und seine Männer mordeten, so grausam, dass einige der menschlichen Truppen vor Angst erstarrt dastanden, nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Denn selbst für die Flucht waren sie zu erschreckt. Die wenigen Überlebenden retteten sich in die Stadt Prag, die kurz darauf von den Truppen des ewig Auserwählten umstellt wurden. Prags Belagerung dauerte ein ganzes Jahr, vom Winter 2300 bis zum folgenden Winter 2301. Die Verteidiger hielten sich tapfer, doch trotz ihrer zahlenmäßig deutlichen Unterlegenheit war die große Population der Stadt bereit, ihren Teil zu erfüllen und stellte ein riesiges Heer von Milizen, die auf den Mauern mit Bögen und Wurfwaffen ausgestattet wurden. Zusammen mit den beachtlichen Verteidigungsanlagen konnten die Horden von Asawakul unerwartet lange zurückgehalten werden. Doch Zeit war auf der Seite der Invasoren. Denn Prag war zwar eine clever geführte Stadt mit reichhaltigen Nahrungsvorräten und exzellenten Verteidigungen, doch Asawakuls Armee war groß genug, um die komplette Stadt zu umstellen und trotzdem noch Teile abzukommandieren, um in den umgebenden Regionen nach Nahrung und Vorräten zu plündern. Die Bevölkerung Prags litt unter Hunger und Krankheit, die nicht zuletzt durch widerliche Artilleriegeschosse der Nörgel-Anhänger ausgelöst wurden. Nach einem Jahr der Belagerung konnten die Kisleviten nicht mehr genug lebende Verteidiger stellen, um die Zinnen zu verteidigen, und die ersten Chaos-Anhänger betraten die Wehrgänge. Von diesem Moment an war Prag verloren. Zu behaupten, es wäre eine Schlacht, ein Massaker oder ein Schlachtfest, wird dem puren Ausmaß von blutrünstiger Gewalt in keinem Fall gerecht. Die Exzesse und Brutalität, die im Namen der Chaosgötter begangen wurden, verwandelten Prag in ein chaotisches Chaos, in dem die Steine der Stadt Blut weinten und der Boden in riesigen, zahnbewehrten Mäulern aufriss. Wenn Mordheim die Stadt der Verdammten war, so war Prag das Schlachthaus der Wahnsinnigen. So wurde die Stadt zum Symbol des großen Chaossturms, zum Mahnmal der Verderbtheit und vor allem zum lebenden Beispiel der Macht des ewig Auserwählten. Während Asawakul mit seinen Horden auf Kislevs Hauptstadt marschierte, wurde auch das Imperium in alarmierendem Ausmaß von Chaoskulten heimgesucht. Einer der größten war eine Sekte, die dem Wandler der Wege diente und die große Stadt Nullen heimsuchte. Der Kult hatte die volle Kontrolle über die oberen adligen Familien und entfesselte die Hölle einer dämonischen Invasion auf die Stadt. Und doch gab es einen jungen Adligen, der nicht bereit war, sich dem Chaos zu unterwerfen oder sein Imperium still in den Annalen der Geschichte verschwinden zu lassen. Während auf den Straßen verdrehte Warp-Kreaturen wüteten und die hilflosen Nullner mit magischem Feuer zu Asche verbrannten, kniete diese einsame Gestalt inmitten des Sigma-Tempels und betete, als die Nacht plötzlich vom Licht des zweischweifigen Kometen erleuchtet wurde. Sein Glanz schien durch die hohen Fenster der Kirche auf den jungen Adligen herab. Er erhob sich. Der Komet war das Zeichen, auf das er gewartet hatte. Als er das Hauptportal öffnete und auf die Straßen trat, hatte er seinen goldenen Kriegshammer in der Hand und ein unbeugsames Feuer in den Augen. Er schritt durch die Nacht und begann, die Schrecken des Sinch mit Leidenschaft und Litanei zu bekämpfen. Seine mutigen Taten inspirierten die Anwohner so sehr, dass auch sie zu den Waffen griffen. Und beim Morgen dieses Tages führte der junge Adelige eine Miliz größer als manche Armeen. Binnen weniger Tage schlug die Nullner Bevölkerung den Kult nieder. Und mit dem letzten heretischen Kopf zerschmettert, riefen sie den Namen ihres Retters in die Nacht. Magnus von Bildhofen. Nach der Befreiung von Nullen ruhte sich Magnus jedoch keineswegs auf seinen Lorbeeren aus.
Zusammen mit seinen Anhängern begann er eine Rekrutierungskampagne in den Dörfern und Städten des Imperiums. Während dieser Zeit befreiten sie viele Städte vom Chaosbefall. Und Magnus, der von vielen mittlerweile den Beinamen der Fromme bekommen hatte, hielt leidenschaftliche Ansprachen sogar in den kleinsten Dörfern. Zum Jahr 2302 kommandierte Magnus der Fromme eine Armee, deren Größe im Imperium nie zuvor und seitdem auch nie wieder gesehen wurde. Tausende Freiwillige und auch die offiziellen Staatstruppen der Kurfürstentümer vereinten sich unter dem Banner des charismatischen Anführers. Später im selben Jahr bekam Magnus Kunde von der Situation Kislevs und erhielt von einem der Kurfürsten auch das Hilfegesuch von Zarina Alexios. Magnus zögerte nicht und führte seine Armee nach Middenheim, um seine Truppen mit denen des A. Ulrich zu vereinen. Doch anstatt ihn willkommen zu heißen, diffamierte A. Ulrich Christoph den Adeligen als Lügner und falschen Propheten. Doch anstatt sich in eine öffentliche Debatte verwickeln zu lassen, marschierte Magnus direkt in den Tempel des Ulrich und trat in die heiligen Flammen des Bärengottes. Als Magnus unversehrt hervortrat, fiel Christoph vor ihm auf die Füße und bat um Vergebung. Doch anstatt sich für dessen frühere Worte zu rächen, half Magnus dem A. Ulrich auf die Beine und verkündete, dass Christoph zum Anführer der Kavallerie in der vereinten Armee des Imperiums erhoben wird. Mit diesem Zeichen des guten Willens und seinem Glaubensbeweis im Tempel repräsentierte Magnus' Armee nun schlussendlich den Willen eines vereinten Imperiums und all seiner Gläubigen. Magnus wählte als Route nach Kislev einen Weg über Talabheim, da er den dortigen Kurfürsten noch nicht besucht hatte und sich so weitere Truppen versprach. Zusätzlich zu den imperialen Abgesandten erwartete Magnus jedoch ein weiterer Gast. Die Hochelfen Magier Teklis, Finrear und Irtil. Die Hochelfen boten Magnus magische Hilfe und arkanes Training für seine Truppen an. Denn das Chaos bedrohte die gesamte Welt und die Azur würden nicht untätig beistehen. Magnus erkannte den Wert dieses Angebots. In Nullen hatte er erlebt, wie schwer es für mundane Waffen war, die Dämonen des Chaos zu vertreiben. Doch Magie war seit jeher verboten im Imperium, also konnte Magnus den Hochelfen keine Studenten anbieten. Seine Lösung war einfach und direkt. Magnus erklärte eine volle Amnestie für alle Magier, die binnen eines Monats seinen Truppen in Talabheim beitraten und sich von den Elfen ausbilden ließen. Mit dieser Maßnahme dauerte es nicht lange, bis er die ersten Erfolge sah, und gestärkt durch Teklis und dessen neu trainierte Kriegsmagier zogen die imperialen Truppen nach Kislev. Seine Wartezeit nutzte Magnus, um ein Hilfegesuch an die alten Verbündeten der Menschen in Karas Arkarak zu senden. Hochkönig Alrikson bewies einmal mehr, dass auf das Wort eines Zwerges Verlass ist, und führte persönlich ein Kontingent seiner Truppen an die Grenze Kislevs, um sich dort mit Magnus' Heer zu vereinen. Und das, obwohl seine Festung selbst unter Belagerung stand. Doch die Zeit war auch dieses Mal nicht auf der Seite der imperialen Bündnistruppen. Azawakul stand bereits vor der Stadt Kislev, und sollte es ihm gelingen, sie zu erstürmen, bevor die Truppen von Magnus ihn erreichten, so könnte er den signifikanten Verteidigungsanlagen gegen die Angreifer richten und sich einen gewaltigen Vorteil verschaffen. Dieser Umstand war Kul durchaus bewusst und er schickte daher einen beachtlichen Teil seiner Truppen, um den Vorstoß der Imperialen und der Zwerge aufzuhalten, während er selbst mit der Hauptstreitmacht weiter die Stadtmauern angriff. Azawakuls Plan ging jedoch nicht auf, denn als die vereinten Streitkräfte seine Belagerungsarmee erreichten, brannte der Kampf auf den Zinnen Kislevs noch immer. Nun gefangen zwischen den Zwergen, den Imperialen und den Verteidigern der Stadt, entbrannte ein grausamer Dreifrontenkampf für die Horden des Chaos. Doch trotz ihrer stark benachteiligten Position schien es lange Zeit so, als ob Azawakul tatsächlich als Sieger hervorgehen würde. Die Kräfte des ewig Auserwählten waren noch immer zahlenmäßig ebenbürtig mit dem größten Menschenheer, das jemals versammelt wurde. Und weiterhin beinhaltete Kuls Armee einige der schrecklichsten Kreaturen, die der Warp ausspucken kann. Von grässlich mutierten Champions über Korns Blutdürster bis hin zu größeren Dämonen war alles gekommen, um die Welt der Sterblichen in den Abgrund zu reißen.
Teclis Magier bewiesen sich als unbezahlbare Unterstützung und der Hochelf selbst bannte Dutzende Dämonen und besiegte sogar einen Hüter der Geheimnisse, der einige Momente zuvor seinen Weggefährten Irtil getötet hatte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht standen sie schließlich die beiden göttlichen Avatare dieses Konflikts gegenüber. Azawakul, der ewig Auserwählte, die Bestie in Menschenform. Und Magnus von Bildhofen, der Fromme, der heilige Krieger von Sigmars Gnaden. Ihr Konflikt auf den gefrorenen Feldern von Kislev wurde in vielen Legenden besungen. Doch keiner dieser Legenden gelingt es, die schiere Bedeutsamkeit ihrer Schlagabtäusche zu erfassen. Hier ging es nicht um eine Schlacht oder einen Krieg und auch nicht um ein Imperium oder gar eine Welt. Hier kämpften Götter um die Vorherrschaft. Magnus und Kuhl waren nicht die Anführer von Heeren, sie waren die Avatare ihrer heiligen Kräfte und sie kämpften um das Schicksal von Millionen Seelen dieser Welt. Mal um Mal entging Magnus nur um Haaresbreite einem tödlichen Schlag der magischen Axt von Azawar. Und mal um Mal stand der Champion des Chaos wieder auf, nachdem ein Hammerschlag ihn in die Knie zwang. Titanische Kräfte rangen um die Vorherrschaft und die Zeit schien um die beiden Kontrahenten stillzustehen. Bis Magnus schließlich einen letzten, atemlosen Kriegsschrei ausstieß und seinen Hammer mit dem Klang eines Donnerschlags auf Azawakuls Brust niedersausen ließ. Der Chaos-Champion wurde schlaff und seine gewaltige Axt fiel zu Boden, gefolgt von dem gebrochenen Körper des ewig Auserwählten. Magnus beugte sich herab zu seinem gefallenen Feind und zog ihm den Helm vom Kopf. Mit letzter Kraft und Blut im Mund sprach der größte Heerführer, den das Chaos je gesehen hat, seine letzten Worte. Und zuletzt habe ich meine Götter enttäuscht. Magnus hob seinen Hammer und bereitete dem Leben Azawakuls sein Ende, bevor er selbst leise sprach: Du hast deine Götter nicht enttäuscht. Sie haben dich enttäuscht, denn Sigmar ist stets an meiner Seite. Der Tod ihres Kriegsfürsten hallte durch die Chaoskräfte, die nun panisch und unorganisiert wurden. Dies war genau die Schwäche, auf die Zwerge und Imperialen gewartet hatten. Mit vereinten Kräften starteten sie eine letzte Offensive, die der Belagerungsarmee schließlich das Rückgrat brach und die Truppen vernichtete. Mit Azawakul tot normalisierte sich die Welt langsam wieder. Und sogar Prag wurde mit der Zeit wieder bewohnbar, auch wenn ein Hauch des Wahnsinns niemals verloren gehen sollte und einige der Straßen und Viertel bis heute als verflucht gelten. Magnus verbrachte das folgende Jahr damit, die Reste des Chaos zu jagen und aus dem Imperium zu vertreiben. Während dieser Zeit startete er auch eine Kampagne in die verfluchte Stadt Mordheim und brannte sie bis auf die Grundfesten nieder. Im Jahr 2304 wurde Magnus, der nun offiziell den Beinamen der Fromme trug, zum Imperator gekrönt. Magnus herrschte 65 Jahre lang und seine Regentschaft war eine Zeit des Wiederaufbaus, des Friedens und des Fortschritts. Unter Magnus wurde es Teclis gestattet, die imperiale magische Akademie zu Altdorf zu errichten. Magnus und Hochkönig Alrikson vertieften die alten Verträge zwischen Menschen und Zwergen noch weiter, wodurch die Technikus-Schulen im Imperium riesige Fortschritte erzielten. Und als Zeichen des vereinten Imperiums und des vereinten Glaubens ließ er große Tempel von allen im Imperium anerkannten Gottheiten in Altdorf bauen. Nach all seinen Heldentaten starb er schließlich im Jahr 2369 friedlich im Schlaf. Sein Todestag wurde kurz darauf zu einem imperiumsweiten Festtag erklärt, sodass auch nachfolgende Generationen von diesem großen Mann erfuhren. Magnus von Bildhofen, Magnus von Nullen und schließlich Magnus der Fromme. Wie auch immer man ihn nennen mag, war er ohne Frage der größte Imperator seit Sigmar Heldenhammer. Seine Taten retteten die Welt. Sein Beispiel vereinte ein Imperium im Zwist. Seine Regentschaft formte ein Imperium, das bis heute besteht und wie wir es heute kennen. Und sein Beispiel ist es, an dem sich alle folgenden Herrscher messen müssen.
Mein Name ist Karl Franz. Viele nennen mich Imperator. Jene, die es nicht tun, finden durch Galmaras ihr Ende. Magnus von Bildhofen starb im Jahr 2369. Der seit Sigmar größte Herrscher des Imperiums hinterließ ein gewaltiges Erbe, dessen Antritt für viel Diskussion im Imperium sorgte. Zur Wahl standen Magnus' Bruder Gunther von Bildhofen und der Kurfürst von Stirland Leopold. Über Gunther ist nicht viel bekannt, denn gewählt wurde Leopold von Stirland. Leopold war das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Anstatt eines stolzen und willensstarken Staatsmanns hatten die Kurfürsten einen feigen Abnicker gewählt, der ihnen immer mehr Freiheiten und Privilegien einräumte. Leopolds Blutlinie wurde berüchtigt für ihre Schwäche und den destabilisierenden Effekt, den seine Herrschaft und die seines Sohnes Dieter auf das Imperium hatten. Ihre Misswirtschaft wurde so schlimm, dass Dieter während seiner Amtszeit ein Dekret unterschrieb, das der Stadt Marienburg die vollkommene Unabhängigkeit vom Imperium garantierte, nur damit der Bürgermeister ihm einen Kredit gewährte. Dieser Skandal war Grund genug für die restlichen Kurfürsten zu erkennen, dass sie mit ihrer Machtpolitik zu weit gegangen waren, und sie beriefen ein Notfallkonzil ein, in dem bestimmt werden sollte, was mit Dieter geschieht. Das Konzil veröffentlichte einige Tage darauf den umfangreichen Beschluss von 2429. In diesem Beschluss wurde Dieter IV. Von seinen Posten als Imperator abgelöst. Bis heute ist er der einzige Imperator, der schlecht genug war, um solch eine Maßnahme zu rechtfertigen. Und er wurde durch Wilhelm III. Von Holzwig-Schliesstein aus dem Reichland ersetzt. Da Dieter so ein schlechter Herrscher war, wollte Imperator Wilhelm seinen Einfluss gering halten und beschloss, dass Talapheim, ähnlich wie Nullen, zu einem eigenen Stadtstaat werden sollte. Nur damit Dieter als Herrscher des gesamten Talabeckland abgelöst werden konnte und mit seiner Unfähigkeit nur eine Stadt ruinierte. Wilhelm III. Etablierte eine reichländische Herrscherdynastie, die seit nunmehr 4 Generationen besteht. Nach Wilhelm übernahm dessen Sohn Matthäus II. Den Thron. Matthäus war ein gütiger Herrscher, der das Privileg hatte, in relativer Stabilität und moderatem Frieden zu herrschen. Er baute auf die starke Regentschaft seines Vaters auf und versuchte sogar, echte Demokratie im Imperium zu etablieren. Er plante eine Volksversammlung, der die Kurfürsten und der Imperator vorsaßen und mit deren Hilfe die Menschen des Imperiums ihr eigenes Schicksal und ihren Imperator entscheiden konnten. Diesem Plan wurde von den Kurfürsten jedoch rasch ein Riegel vorgeschoben, da keiner von ihnen bereit war, so viel Macht an das Volk abzutreten. Nach Matthäus bestieg dessen Sohn Luitpold den Thron. Luitpold war ein Exzentriker. Zwar leitete er eine durchaus stabile Regierung, doch hatte er unter Kurfürsten und den Bewohnern des imperialen Palastes den Ruf, unberechenbar und verrückt zu sein. Seine Entscheidungen änderten sich häufig, mehrmals täglich, und das Konzept des Regierens war ihm weniger wichtig als seine tägliche Unterhaltung im Palast. Dies ließ den Großteil des täglichen Regierungsgeschäftes in den Händen von seinen Beratern, Sekundanten und natürlich den Kurfürsten. Da die meisten von ihnen jedoch mittlerweile begriffen, dass ein starkes Imperium nur von einem starken Imperator geführt werden konnte, waren viele von ihnen skeptisch, als Luitpold im Jahr 2502 verstarb und sein Sohn sich zur Wahl stellte. Einige befürchteten, dass das Haus Holzwig-Schliesstein seine besten Tage hinter sich hatte, und böse Zungen wurden laut, dass der junge Kandidat vielleicht ein Pulverfass war, das nur darauf wartete, dieselbe Instabilität zu beweisen wie sein Vater. Der junge Adlige, Karl Franz war sein Name, war jedoch entschlossen, das Erbe seines Vaters anzutreten und begann eine diplomatische Kampagne, um die Stimmen der Kurfürsten zu gewinnen. Sein stärkster Konkurrent war der Kurfürst von Middenland, der alleine durch seine Herkunft bereits die Stimmen von Nordland, Middenland und die des A. Ulrich sicher hatte. Karl Franz hatte die Unterstützung des Sigmar-Tempels, der 3 Stimmen wert war, und natürlich die des Reichland. Doch viele der anderen Kurfürsten neigten eher dazu, den Middenländer-Kandidaten zu unterstützen. Einfach da die Sorgen um Karl Franz Geisteszustand groß waren. So endete die erste Abstimmung in einer knappen Niederlage für Karl Franz. Zu seinem Glück brauchte es jedoch eine absolute Mehrheit, um den Imperator zu wählen, und beiden Kandidaten wurde Zeit gegeben, für sich zu sprechen und für sich zu werben. Karl Franz nutzte diese Zeit, um durch Diplomatie, Erpressung und Bestechung langsam die Stimmen der Kurfürsten für sich zu gewinnen. In der zweiten Runde der Abstimmung stand es unentschieden, und in der dritten hatte Karl Franz von Holzwig-Schliesstein schließlich eine absolute Mehrheit. Schon während seiner Wahl bewies Karl Franz eine seiner 3 großen Stärken. Er spielte das Spiel der Politik wie kein zweiter.
Er war ein Staatsmann mit eisernem Willen, der jeden Trick im Buch kannte, um zu bekommen, was er wollte. Karl Franz war sich nicht zu fein, die dreckigen Ränkeschmiede der Kurfürsten mitzuspielen. Doch wenn er spielte, gewann er. Seine zweite große Stärke bewies er im Laufe seiner frühen Regentschaft. Und das war ein Auge für Talent. Karl Franz verstand es wie kein Imperator vor ihm, sich mit fähigen Männern zu umgeben, deren Fähigkeiten seine eigenen ergänzten. Von dem glorreichen Reichsmarschall Kurt Hellborg, dessen elegantes und ruhmreiches Auftreten die Massen inspirierte und die Männer reihenweise in den Dienst der Armee brachte, bis zu seinem Schiedskämpfer Ludwig Schwarzhelm, einem stillen, mürrischen Mann, dessen eiserne Disziplin und unnachgiebige Natur ihn zu einem mächtigen Werkzeug in Krieg und Diplomatie machten. Karl Franz konnte all diese verschiedenen Persönlichkeiten dafür begeistern, in seinen Dienst zu treten, und er inspirierte jeden von ihnen zur Höchstleistung. Nun haben wir zwei von Karl Franz' Stärken besprochen. Er war ein Staatsmann, wie ihn das Imperium noch nie gesehen hatte, und ein echter Anführer, der das Beste aus seinen Männern herausholte. Was noch fehlt, ist Karl Franz der Feldherr, Karl Franz der Krieger. Der junge Imperator bekam schon im ersten Jahr seiner Regentschaft die Gelegenheit, seine Talente im Feld zu beweisen. Auch nach dem großen Sturm des Chaos waren die Barbaren der noskanischen Eiswüsten zahlreich und wild. Und in den letzten Jahren der Regentschaft seines Vaters wurden ihre Angriffe zahlreicher und brutaler. Kurfürst Theodorik Gausser von Nordland hatte schon vor einem Jahr Hilfe aus dem Reichsland angefordert, von dem verrückten Luitpold jedoch keine erhalten. Karl Franz nutzte diese Gelegenheit nicht nur, um seine Grenzen zu sichern, sondern auch, um ein Beispiel zu setzen. Er war nicht wie sein Vater, er war ein Imperator der Tat, der sein Imperium beschützte. Das größte Problem an den Norsker Barbaren war ihre Unberechenbarkeit. Sie überfielen Dörfer scheinbar zufällig und verschwanden dann wieder mit ihren Schiffen. Daher konnten die Nordländer keine großen Erfolge verzeichnen. Karl Franz war allerdings vorbereitet. Er hatte ein gutes Dutzend der besten Himmelsmagier aus den Magierakademien in Altdorf mitgebracht und ließ sie die Sterne deuten, um herauszufinden, wo die Barbaren als nächstes zuschlugen. Als die große Flotte der Norskaner das nächste Mal anlegte, wurden sie von koordinierten Barragen aus versteckten Artilleriepositionen begrüßt. Dutzende Schiffe sanken binnen weniger Minuten und nur knapp ein Drittel ihrer mächtigen Flotte schaffte es ans Ufer. Dort angekommen, nass und durchgefroren, begrüßten sie die Kontingente der Reichländer mit einem Hagel aus Kugeln und Bolzen, während die Nordländer sie in perfekter Formation mit ihren Hellebarden aufspießten. Es gelang dem Jarl der Plünderer zwar, seine Leibgarde und etwa 100 seiner besten Krieger in einem Brückenkopf um sich zu scharen, doch der einschüchternde Barbar und seine Krieger fielen einem Kavallerieansturm der Reichsgarde zum Opfer, angeführt durch den Imperator selbst. Mit seinem Kriegshammer Galmaras, dem heiligen Hammer Sigmars, beendete er persönlich das Leben des Jarl. Eine Eigenschaft, die Karl Franz Talent als Staatsmann ausmacht, ist hier auch wieder deutlich zu sehen. Der Imperator hat zwei Waffen, die er in Kriegszeiten stets mit sich führt. Zum einen den eben angesprochenen Kriegshammer, Galmaras, das Amtszeichen des Imperators und eine der mächtigsten magischen Waffen der gesamten Welt. Aber als Kurfürst des Reichland führt er ebenfalls Drachenzahn, die Runenklinge seiner Heimat. Und anstatt sich auf eine der beiden Waffen zu verlassen, wählt Karl Franz stets die passende für die Situation. Führt er eine vereinte Armee des Imperiums, so wie in der Schlacht gegen die norskanischen Barbaren, führt er stets Galmaras, ein Zeichen der Einheit des Imperiums und das Statussymbol seines Throns. Zieht er aber nur mit Reichländern in den Krieg oder hat staatliche Verpflichtungen in der Heimat, führt er Drachenzahn, da er weiß, dass die Klinge viel mehr Bedeutung für seine Landsleute hat als der Hammer. Nach dem Sieg über die Barbaren war sich Karl Franz des Danks des Kurfürsten von Nordland sicher, einem der lautesten Unterstützer seines Rivalen während der Wahl. Auch wenn Theodorik später in Karl Franz' Regentschaft doch Probleme machen sollte. Der Kurfürst des Nordlands war sehr militaristisch und drohte einer seiner Nachbarprovinzen anzugreifen. Karl Franz scheiterte mehrmals daran, ihn auf diplomatischem Weg umzustimmen, und ein Bürgerkrieg schien unausweichlich. Denn Theodorik hatte eine gewaltige Schar von Söldnern um sich geschert, und der Imperator wäre gezwungen, nach Aggression gegen ein anderes Kurfürstentum dem Nordland den Krieg zu erklären. Karl Franz löste die Situation, indem er den Patriarchen der Magierakademie, Balthasar Geld, als Abgesandten zu ihm schickte und ihn dort die gesamte Schatzkammer Nordlands in Blei verwandeln ließ. Ohne seine Goldvorräte konnte Theodorik seine Söldner und Soldaten nicht mehr bezahlen, und der Krieg konnte abgewendet werden. Natürlich war der Kurfürst rasend, doch hatte er nicht die finanziellen Mittel, um seiner Wut irgendwelche Taten folgen zu lassen.
Karl Franz' Taten auf dem Schlachtfeld und in der Diplomatie sind beinahe zu zahlreich, um sie hier aufzulisten. Noch im selben Jahr beendete er einen Konflikt mit Bretonia, indem er ihren Rittern mit seiner eigenen Reichsgarde entgegenritt und sie in einem Kampf Kavallerie gegen Kavallerie besiegte. Diese Niederlage während der Schlacht um Norduin war eine solche Schmach für die Bretonen, dass sie sofort danach um Frieden verhandelten. Der Imperator war auch der erste Anführer des Imperiums, der es schaffte, diplomatische Beziehungen zu Arthur Lauren aufzubauen und begrenzten Handel sowie sichere Routen um den Wald herum zu erhandeln. Die Waldelfen waren offenbar so beeindruckt von dem Menschen und seinen Verhandlungskünsten, dass sie ihm als Staatsgeschenk ein Greifenei aus dem grauen Gebirge schenkten. Karl Franz hütete das Ei persönlich und zog den jungen Greifen mit Hilfe der renommiertesten Experten selbst auf. Dieser Greif wurde zu seinem Reittier und treuen Gefährten. Er nannte ihn Todesklaue und nur 2 Jahre später war das Tier zu einem der beeindruckendsten Exemplare seiner Art herangewachsen. Todesklaue hat einen edlen und treuen Charakter, sodass Karl Franz seinen Greifen oft sogar frei über Altdorf umherfliegen lässt, da er genau weiß, dass Todesklaue niemandem Schaden zufügt und abends wieder treu in sein Gehege zurückkehrt. Doch seinen größten Akt der Treue bewies Todesklaue in der Schlacht um die Blutfeste. Karl Franz hatte im Wissenland einen Orden von Blutrittern ausgemacht, vampirische Kavalleristen, die ihr Leben dem Krieg verschrieben hatten. Ihr Anführer war Valach Harkon, der Gründer der Blutdrachen, den gefürchtetsten Vampiren der alten Welt, nach den von Karsteins. Karl Franz führte eine vereinte Armee aus Reichländern und Wissenländern gegen die Festung und die folgende Schlacht war eine der blutigsten seit Magnus' Kampf gegen das Chaos. Karl Franz wurde während der Schlacht schwer von den Vampiren verletzt und lag bewusstlos und blutend auf dem Schlachtfeld. Todesklaue stellte sich trotzig und wütend zwischen die Vampire und seinen Meister und verteidigte Karl Franz für 3 Stunden. Während dieser Zeit tötete der mächtige Greif dutzende Vampirritter und erlitt selbst schwere Wunden. Doch der Greif zeigte keine Anzeichen von Zögern oder Flucht, sondern kämpfte, um seinen Reiter zu schützen. Inspiriert von dem edlen Geist des Vogels errangen die Imperialen den Sieg und vertrieben Valach Harkon aus ihren Landen. Seit dieser Schlacht des Todesklaue wurde ein fast ebenso großes Symbol für Edelmut und das Amt des Imperators wie Galmaras. Doch Karl Franz' größte Tat auf dem Schlachtfeld war ohne Frage der 3. Kampf des Schwarzfeuerpasses. Ein titanischer Konflikt zwischen den Grünhäuten des War Eisenkiefer und einem Zusammenschluss von Marius Leitdorf, Kurfürst des Avaland, und Karl Franz. Der War war so gewaltig, dass sie sogar einen Riesen auf ihrer Seite hatten. Karl Franz wusste, dass das gewaltige Monster für einen Schaden anrichten würde, sollte es die imperialen Reihen erreichen. Also stellte er sich dem Riesen im Kampf. Zusammen mit Todesklaue gelang es ihm, das Monster zur Strecke zu bringen. Doch sein Greif wurde schwer verletzt und musste sich aus dem Kampf zurückziehen. Karl Franz ließ sich ein Pferd bringen und ritt an der Spitze seiner Reichsgarde mal um mal in die Reihen der Orks, bis sich schließlich eine gewaltige Grünhaut auf dem Schlachtfeld zeigte. Es war Vorbart Eisenkiefer, der Anführer dieser Horde. Er ritt an der Spitze seiner Eberreiter in die Schlacht. Marius Leitdorf stellte sich dem Warboss im Kampf und erschlug den bestialischen Eber, auf dem der Ork ritt. Doch die rohe Kraft des Boss war zu viel für ihn und er starb im Kampf. Karl Franz, wutentbrannt über den Verlust seines Kurfürsten, stellte sich dem Ork im Zweikampf. Doch auch der Imperator schien der rohen Gewalt und Ausdauer der Grünhaut nicht gewachsen. In seinem schwächsten Moment jedoch, als er auf den Knien war, die Beine und Arme ihm versagten und die Grünhaut zum finalen Schlag ausholte, geschah etwas Wundersames. Galmaras leuchtete golden, blendete den Ork und gab Karl Franz seine Kraft zurück. Die Kämpfe um die beiden Anführer herum hörten auf. Sogar die Orks waren zu gebannt von den Geschehnissen und selbst die stumpfen Trolle hielten inne. Warboss Eisenkiefer kämpfte gegen einen Krieger mit einem goldenen Hammer, dessen heiliger Glanz den Pass selbst erleuchtete. Die anwesenden Soldaten schwören bis heute, dass in diesem Moment nicht mehr ihr Imperator dort stand. Sie alle sahen einen bärtigen Krieger mit langen Haaren, gekleidet in goldene Rüstung und einem Umhang aus Bärenfell. Sigmar selbst führte seinen Hammer. Wie schon vor 2500 Jahren führte der Gottkönig sein Volk am Schwarzfeuerpass. Mit einem lauten Kriegsschrei, "Unberogen!", zerschmetterte er den Kopf des Warbosses und beendete die Schlacht. Was an diesem Tag wirklich geschah, darüber streiten sich noch immer die heiligsten Priester der Kirche. Doch für Karl Franz' Soldaten besteht kein Zweifel. Sie sahen, wie Sigmar seinen Nachfolger segnete. Sie sahen den heiligen Gottkönig selbst. Und sie kämpften und kämpfen noch immer,
an der Seite des größten Imperators seit Sigma selbst.